Wir testen jetzt Crypt of the NecroDancer. Das Ganze ist ein Rhythm-Game. Vorweg, wer Probleme hat mit schnell sich bewegenden Dingen, schnell Farbe wechselnden Dingen und ja, viel schnelle Bewegung und Farbe und so weiter, der sollte ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise jetzt das Spiel nicht angucken. Es ist, wie gesagt, ein Rhythm Game und hat halt, also basiert halt auf Musik, also man muss sich im Takt bewegen. Ich habe es noch nie gespielt, deswegen bin ich sehr gespannt, was kommt. Ich liebe nämlich eigentlich so Rhythm Games total. Ja, und ich würde einfach mal behaupten, wir gucken mal in die Optionen und danach fangen wir an, wa? Ach du Heilige, es gibt ja richtig viel Zeug. Steuerung neu zuweisen, Latenzkalibrierung, Soundtrack ändern und man kann sogar das Aussehen ändern und Sprachoptionen. Untertitel. Okay. Also ich glaube aber, die Lautstärke passt so. Okay, Entschuldigung. Ich liebe den Sound irgendwie ein bisschen. Okay, wir gucken einfach mal, was passiert. Wie ist der Sound? Ist das zu laut? Ist es zu leise? Ist es... Ich finde, es ist ein bisschen laut. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich finde es ein bisschen laut. Wir machen es ein bisschen leiser. Darf ein bisschen leiser. Na, wir machen es mal eins leiser und gucken mal. Okay. So, Controller, mal testen. Also man kann es auch mit dem Controller spielen. Man muss halt mit B, Y, X, A oder wie auch immer. If I'm gonna survive this, I'll have to remember what Uncle Eli taught me. Oh, das ist jetzt aber wieder ein bisschen sehr leise. Sekunde. Das ist jetzt wahrscheinlich hier die Lautstärke, ne? Okay. Ja gut, ich spiele aber definitiv mit Tastatur. Ich glaube, das will ich jetzt mehr. Every opponent has a predictable pattern. Learn that pattern and you won't suffer so much as a scratch. Okay. Werfen, Angriff. Ja, und wie greife ich an? Green guy didn't move at all, and this blue one just moves up and then down, so if I attack him from the side, I'll never get hurt. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt der Boden so farbig? A broadsword, not as sharp as I'm used to, but I bet it can still take out three enemies in one shot. Warum ist der Boden farbig? Looks like those skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. Ah, okay. Also wenn die Arme oben haben, sollte ich sie nicht angreifen. Ich verstehe. That trap is mostly harmless, but Eli warned you deadlier traps to come. Ich verstehe. Also das sind dann Fallen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ah, jetzt habe ich... Nee! Okay. Oh Gott, es wird ja schneller. Und
Ich kann Wände durchbrechen, habe ich gerade eben festgestellt. Die Frage ist nur, inwieweit kann ich das machen? Oh, ich kriege einen Shop. Aha. Käfig öffnen, Multiplikator, basierender Schaden. Verfluchter Herzbehälter. Der singt! Ach du Scheiße. Muss ich was kaufen? Also, wer Interesse daran hat und bis jetzt es schon ziemlich cool findet, ich habe den Link da für euch. Aber nicht vergessen, es ist ein Affiliate-Link von Humble Bundle. Aber Humble Bundle klingt irgendwie lustiger. Ah, ich verstehe. Ich kann das Tempo langsamer machen. Ah, und es wird dann wieder schneller. Was zur Hölle? Okay, was war das denn für einer? Song vorbei. Drücke hoch und runter zum Ach, du Humba-Bumba sagst? Humba-Bumba? Ist das nicht irgend so ein komischer Sekt oder so? Also man muss im Grunde die ganze Zeit... im Takt bleiben. Es gibt sogar einen lokalen Koop, habe ich gesehen. Du warst deine noch nicht ausgegebenen Diamanten verlieren, wenn du die Lobby verlässt. Möchtest du bleiben und diese ausgeben? Okay, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich kriege ständig Zeug von meinen Eltern. Aber ich habe jetzt hier Blaubeeren. So, ich kriege jetzt Diamanten. Und was mache ich mit den Diamanten? Itempool entfernen. Item von nicht alle Zonenpool entfernen. Okay. Ach, meine Nase kitzelt. Ach, Huba Buba war der 1 Meter Kaugummi. Ah ja, lol. Ich erinnere mich, ja. So, was mache ich jetzt mit diesen Diamanten? Hey. Ah, Gesundheit wiederherstellen kann geworfen werden. Und wie werfe ich das denn? Das ist halt die nächste Frage. Wie werfe ich denn Dinge? Aufwärts, rechts, vorwärts, links. Keine Ahnung. Da steht nichts von werfen. Ha. Okay. Eine Verteidigung.
Ja, bitte lass mich einfach schneller bewegen in der Lobby. Hello. Ein Herzbehälter mehr, eine rote Truhe pro Raum. Pro Run. Münzenmultiplikator, nee. Ich nehme das da. So, jetzt möchte ich wieder in Zone 1, bitte. Ah ja. Ich bin nicht so gut. Hilf mir. Ich brauche dafür einen Schlüssel. Oh. Hä, wieso hat der mich denn angegriffen? Okay. Getötet von Zombie. Aber warte, jetzt habe ich einen Diamanten. Ach, und ich kann den immer nur ausgeben. Ich kaufe mir noch ein Herz mehr. Ist ja schwierig. Kann ich den nur von der Seite angreifen? Kann das sein? Aufwärts, abwärts. Da ist wieder ein Shop. Braucht diesen Schlüssel hier. Okay. Das ist wieder mehr. Aber wir sehen uns in der Lobby. Okay, wir sehen uns in der Lobby, klar. Jetzt Mist. So, was steht da? Gewinne Items, wenn du Glück hast. Ah! Cool. Ich habe irgendwas gekriegt. Shit. Was war das jetzt? Nächstes Level. Ich bin verwirrt. Bin ich jetzt einfach runtergefallen? Hätte nicht da runtergehen können, oder? Ich bin verwirrt.
glaube, ich bin gestorben. Ich habe nur einen Diamanten. Was mache ich denn mit einem Diamanten? Irgendwie finde ich das ganz schön schwierig. Was ist das denn hier? Mary-Modus. Nee. Ja, okay. Also, ich versuche das nochmal. Abwärts links. Aha. Also. Abwärts links, okay. Ich verkacke das mit den Skeletten immer. Ich weiß nicht warum. Ich habe nur noch ein Herz. Wie bekomme ich denn ein anderes Herz? Ein Apfel. Aufwärts links. Ach, ich muss beides drücken. Ah! Oh. Nee. Das ist ja mies. Das ist eine Stachelfalle. Ja, ich konnte den Apfel gerade essen. Als die Zähler-Variante davon rauskam, habe ich mir echt überlegt, aber ich bin ein bisschen froh, dass ich es nicht getan habe. Es würde mich hart frustrieren. Die Zähler-Variante? Was meinst du? Ach, Zelda-Variante. Ja, halt, hä? Zelda. Also, was ich halt schwierig finde, ist das Angreifen. Man muss halt immer dann, wenn es so viele sind, auch darauf achten, dass man im richtigen Takt die angreift. Also, gerade auch die... Genau das. Dass man halt nicht von denen dann angegriffen wird. Was passiert eigentlich mit den Münzen? Behalte ich die? Schon wieder zwei Herzen verloren. Da will ich gar nicht rein. Hallo Impi und hallo Gesingos. Einen wunderschönen Abend. Nein. Ich hab doch da gar nicht hingedrückt. Was ist das für eine Disco? Ja. Crypt of the Necrodancer heißt das.
Schaden im Bogen. Ein Sichtradius mehr. Schaden im Bogen. Aber das habe ich dann wahrscheinlich auch nur eine Runde lang, oder? Ich muss jetzt da runtergehen. Hallo Impi. Hallo Sarah. Noch ein Herz. So, ich habe total vergessen, dass ich heute streamen muss. Aber wolltest. Alles gut, Sarah. Überhaupt gar kein Problem. Da ist doch WoW viel entspannter. Ja, halt auch langweilig. Die Musik erinnert teilweise an Vectorum, finde ich. Also schön Beats, ja. Ja, finde ich auch. Und man muss halt aufs Takt auf den Takt achten. Oh ja, gib mir bitte den Apfel. So schlimm, dass er singt. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber ich habe doch... Ach, aufwärts. Shit. Oh, da ist ein Schlüssel. Wie praktisch. Soll ich dieses Spiel jemals schaffen? Ich werde dich gegen Gegner trainieren lassen. Will ich das überhaupt? So, das neue Super Meat Boy. Alle mal bitte Sarah loben. Sie hat heute Lasagne gemacht und sie sah verdammt lecker aus. Ich habe kein Bild gesehen. Ohne Referenz kann ich dazu nichts sagen. Und hallo Fischi. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. So, ich probiere das jetzt mal. Affe, Zombies, Schleim. Oh, gelbes Skelett. Was ist das? Also im Grunde simpel. Ich verstehe. Okay. Ah, man kommt wieder hier. Oh, das ist ja doof. Na gut, okay. Zone 1. Was ist eigentlich mit Zone 2? Ich muss erst Zone 1 abschließen, aber... Diamanten. Milch wohl eigentlich... Nein. Ich habe aber nur einen Diamanten. Ich kann 5 Gesundheit wiederherstellen. Gibt's noch was anderes? Hier, Hausmeister. Item vom nicht alle Zonen-Item-Pool entfernen. Aha. Ist komisch. Burger. Geilo. Wenn man das von Adigon nicht liest, ne? Sarah so, ich war mit Katze beschäftigt und lecker war sie. Ja, ging mir gerade eben auch so. Dachte mir, warte, da muss noch irgendwas anders davor stehen. Sehr geil. So. Wie kann denn da so ein Riesen-Ox-Split bitte auftauchen?
Das ist ja nicht mit dieser Pixie, ne? Als würde ich da reinlaufen. Lass dich in meine Nähe treffen. Nee. Ich kann mit dem Drachen nicht. Ich check den nicht. Wie soll man den denn angreifen? Hast du hier den Drachen? Warum hast du den Drachen nicht? Sind da nur Sachen, die ich schon mal getötet habe? Hm. Ich wusste nicht, dass der Drache da einfach durchlaufen kann. So, jetzt habe ich immer noch nur einen. Ja, dann nehme ich halt das. Weiß dann nicht, was das gebracht hat, aber... Oh Gott, ich hab den gekillt. Ich habe ein rotes Schwert. Ich habe keine Ahnung, was es tut, aber ich finde es irgendwie gut. Behalte ich das? Ja, ich behalte das rote Schwert. Was macht das jetzt? Aha. Alle Gegner sehen. Und das ist einfach nur eine Kiste. Nee, brauche ich nicht. So, wo war jetzt diese Treppe? Irgendwo da drüben, glaube ich. Ja, da. Ah. Kann ich mir einen Apfel kaufen oder so? Ist jetzt.
Das ist ja witzig, das ist ein Zufall. Da ist schon wieder so eine Falle, ich sehe die. Kannst du mal voll vergessen, dass ich da hingehe. Ah, warte mal. Da. Abwärts links. Ach was, ich gebe da Herzen für her. Klar. Okay, das ist wohl irgend so ein Special Shop. Nee, danke. Goldener Schlüssel. Zauber. Ah. Ich hab noch einen Apfel. Ach, da haben wir. Ist das da der Boss? Ja. Besieg. Ich hab's. Ach, man muss erst alle besiegen, um da rein zu können. War heiß. War heiß, Adigon. War heiß. Stell ich mich doof an? Ich weiß nicht. Kommt mir so vor. Hey. Irgendwo eine neue Tür aufgegangen? Da. Meistere fortgeschrittene Techniken. Oh, Drachenlehre. Das habe ich nie verstanden. Hallo Tortis, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Einmal flambiertes Zebra. Mhm. Wenn nicht, dann machst du zur Abwechslung Runde Super Meat Boy. Nee. Nee. Ich esse zur Ablenkung einfach ein paar mehr Heidelbeeren. Wann bin ich denn jetzt der Typ? Daily Challenge. Schließe alle Zonen in einem Run ab. Nee, danke.
Tutorial, extra Modi. Ich finde ja die anderen schon super schwierig. Hi. Hallo. Ah. Warum habe ich denn keine Anzeige mehr da? Irgendwas auf sich, das manchmal auf den Seitenflächen was abgebildet ist. Killt das den? Wahrscheinlich jetzt wieder irgendwas in die Luft jagen. Hm. So, abwärts links. Nanu, finde dein in diesem Slot befindet sich nichts. Ach, hier kann ich nur Sachen verkaufen. Aha. Was habe ich denn jetzt anders gemacht, dass ich jetzt diesen Münzmultiplikator nicht mehr verliere? Und keine Anzeige mehr habe? Wie schnell ich laufen darf? Habe ich gerade. Was war das denn bitte? Hilft beim Fallen und Eis. Zwei mehr Schaden. Wunderschön, kannst du sehen. Die Rüstung. Ja, aber da war ja keine. Oh. Da war ja keine. Wo finde ich die denn? Schlüssel. Ist der wieder irgendwo versteckt? Hilf mir. Grabe nach dem goldenen Schlüssel. Ja, okay. Hm. Oh, der schon wieder. Easy war das. Easy. Ich mach jetzt anscheinend mehr Schaden an dem. Ah, jetzt habe ich meinen Münzmultiplikator verloren. Kann ich eigentlich unendlich buddeln? Thank you.
Ja, dass er da ist? Nee. Da war doch die Lederharnisch auf der ersten Ebene. Oh, das habe ich ganz vergessen. Okay. Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Ich kann mir irgendwie nicht merken, was da so verkauft wird. Hallöchen, Zelas hier, Zelas Pipe. Ich bräuchte eigentlich mal wieder ein Herz mehr. Ja. So viel dazu. Herr Pichler, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank für deinen erneuten Resub. Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Hier kriegst du eine Blaubeere von mir. Herr Merlin. Hey. Gegner gefrieren. Bessere Kisten und Fledermausschutz. Ach, die werden in Truhen erscheinen. Mhm. Das finde ich ja doof. Kann ich die nicht sofort haben? Da brauche ich 12 Diamanten für ein 6. Leben. Die Items werden in Truhen erscheinen. Ich verstehe. Hallo. Ja, und du bringst mir nur wieder irgendwas bei. Ist noch was Neues aufgetaucht, das kenne ich schon. Und da ist der Hausmeister. Okay. Ja, gut. Nein, stopp. Ich will die Diamanten eigentlich nutzen. Aber, ich glaube, ich finde das mit dem Vereisen gar nicht so schlecht. Herr Pichler, wie geht's dir? Wie war dein Tag bis jetzt? Ich will das da ungern nutzen. Weil ich volles Leben habe. Kann das da erstmal liegen bleiben? Also im Grunde ist es relativ simpel, wenn man es mal verstanden hat, wie man die Gegner halt angreifen muss, damit die Schaden nehmen, ist das schon... Mir geht's gut. Mein Tag war nicht allzu spannend. Ich habe bis Mittag geschlafen, da ich in den letzten Tagen wenig Schlaf erwischt habe. Ah, das Formel 1 geschaut. Okay.
Aber wenn es dir gut geht, freut mich das. Das höre ich gerne. Mir geht's soweit sonst auch ganz gut. Kann mich nicht beschweren heute. Das war jetzt dumm. Ja, jetzt ist die Frage, gehe ich nochmal zurück und hol mir diesen Käse? Da oben. Warum ist die Musik gerade so seltsam? Ja, nehmen wir einfach. Ach so, das ist dann ein Item. Ich dachte, man kriegt dann instant 5 neue Leben. Wieso ist denn keine Musik mehr da? Warum gehe ich denn zurück? Bleib stehen, behalte den Multiplikator. Eine, okay. 2 mehr Schaden. Wir probieren es mal. Aufwärts links. So. Wieso bin ich denn wieder zurückgegangen? Es war ja richtig dämlich. Naja. Irgendwie gefällt mir das Schwert, was ich jetzt habe. Aber irgendwie auch nicht so ganz gerade, weil mir sehr viel Leben fehlen. Gib Blut und erhalte Blutware. Nee, danke. Hätte ich mehr Leben vielleicht, aber habe ich nicht. Hilf mir. Kauf den goldenen Schlüssel. Ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen Shop entdeckt. Tut mir leid. Ich habe nicht mehr so besonders viel Leben. Ist ein bisschen kacke. Wenn ich jetzt noch irgendwo dagegen laufe, sterbe ich. Ah, shit, jetzt bin ich runtergefallen. Oh Gott, was? Hä? Oh Gott! Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach du Heilige. Finde mich in Zone 1. Finde mich in Zone 2 und Zone 2 durchsuchen. Okay.
Gott. Hey. 0,5. Wer braucht denn 0,5 Gesundheit? So ein Bullshit. Ich brauche mehr Gesundheit. Schach, ja, es war sowas wie Schach, glaube ich. Also man hätte wahrscheinlich nur so laufen dürfen, wie man nicht geschlagen werden kann. Aber so schnell musst du auch erstmal realisieren, was du tun musst. Finde ich okay. Ich nehme das hier, glaube ich. Ja, so. Ja, einmal noch. Ich kann mir nichts leisten davon. Okay. Also was auch immer ich da gerade eingesammelt habe, ich mag es und ich will es behalten. Links. Ne, das war nicht, was ich wollte, aber ist okay. Dann mache ich das eben hier. Ach, das sind wieder Leben, ja. Hoher Schaden nach dem Einsammeln von Gold und multiplikatorbasierter Schaden. Überristig für Herzen? Ach, überisst dich. Nee. Auf den Käse. Ich weiß nicht wieso, aber es ist Käse. Ja, nee, irgendwie will ich den Käse nicht. Weil ich will mich nicht... Ich will nicht Herzen abgeben. Na dann. Wo kommt das da eigentlich immer her? Finde den Schlüssel. Was sagt sie? Kauf ihn. Ich muss den kaufen. Wo kaufe ich den denn? Ich muss mal gucken, ob ich einen Shop finde irgendwo. Thank you.
Bewegen und graben. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Bewegen und graben. Jetzt habe ich noch irgendwen gefunden, okay. Na? Noch ein bisschen Money für mich, sehr gut. Coral Riff. Coral Riff. Oh Gott, das sieht auch gruselig aus. Ich glaube, ich bin jetzt bei so einem Boss. Ich habe das geschafft. Ich habe den besiegt. New Character Unlocked. New Character Unlocked. Finde ich gut. Mag ich. Gefällt mir. Ich habe Zone 2 bekommen. Und ich habe 7 Diamanten. Was mache ich denn mit so viel Geld? Sag mal. Also ich könnte mir Verteidigung kaufen. Wobei ich das irgendwie auch nur in Kisten kriege. Noch ein Herz dazu kaufen geht nicht. Dafür brauche ich 12. Hier kriege ich 0,5 Gesundheit, wenn ich das ziehe. Mehr Gold. Automatisches Einsammeln von Gold. Oh, das ist voll gut. Sollte ich es bekommen. Waffe verzaubern. Greetings. Hier kriege ich einen Münzmultiplikator von 0,5. Greetings. So, hier die ist neu. Hey. Bosse trainieren. Aha. Deep Blues. Das war das, was ich vorhin gemacht habe. Okay. Und ich muss dafür zahlen. Interessant. Das hier? Nein, das steht 0,5 Gesundheit wiederherstellen. Also ich gehe davon aus, dass man da halt ein halbes Herz wiederherstellt. Ach, ich liebe Blaubeeren. Geiler Scheiß. Also, die Sachen tauchen ja in Truhen auf. Das heißt, wenn das kommt, das ist wahrscheinlich wie ein Apfel. Der gibt halt, wenn man ihn nimmt, eine gewisse Anzahl Herzen wieder. Und hier sind es halt 0,5, was ich halt super wenig finde irgendwie. Alles klar, Adigon. Aber ich könnte einfach das nehmen. Und das hier. Ja. Man kann ja die Zonen immer weitermachen, ne? Also... Man kann ja auch wieder bei Zone 1 anfangen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass man nicht immer denselben Boss bekommt. Also, dass man halt verschiedene Bosse hat. Das finde ich halt ein bisschen schade. Weil ich hatte ja vorher diesen Schachtypen. Oder Frau war das, glaube ich.
Das fand ich irgendwie doof. Also nicht, dass ich zwingend nochmal gegen diese Schafffrau ankämpfen will, so, aber ich fand das Wasser, den Wassertyp jetzt ganz cool eigentlich. Wie hieß das? Weiß schon gar nicht mehr. Deep Blues hieß das. Hallo Mr. Lemon Smile, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Ab wann sage ich eigentlich abends? Ab 6? Ist ungewohnt für mich. Hört man mich kauen? Nö, ich glaube nicht. Okay. Seit Beginn deines Streams? Habe ich das gesagt? Ah ja. Ja, ich glaube, weil ich immer so anfange. Ich sag immer einen wunderschönen Abend, weil ich ja normalerweise abends arbeite, wollte ich gerade sagen. Bin ich sicher, ist die noch gut? Ja. Aber schön, dass keiner von euch was gesagt hat. Ich habe es mir nämlich schon gedacht, dass ich guten Abend gesagt habe. Ich fand es niedlich. Keine Ahnung, ist halt so Gewohnheit, wenn man nur abends streamt, ist das... Weiß ich nicht. So normal. Aber gut, also, Spiel... Ich finde es witzig. Es hat definitiv halt seine eigene Mechanik mit diesem Rhythmus, dass man den halt einhalten muss, dass die Gegner sich dementsprechend bewegen und auch angreifen. Also zum Beispiel der grüne Drache, nicht der rote, sondern nur der grüne, der hat ja... Nee, warte mal, der grüne nicht, sondern der rote. Der rote, nochmal. Der rote Drache, der hat ja immer einen Beat abgewartet. Weil er, also da hat man gesehen, da macht er den Mund auf und dann kommt schon so Licht aus seinem Mund oder Feuer so ein bisschen. Und dann beim nächsten Beat hat er dann erst diese Feuergedöns da rausgeballert. Schön, dass du da bist. Ich brauche was, was meine Hirnzellen nicht verblöden lässt. Oh, schön. Das spielt mir gerade das perfekte Spiel für. Also ich finde es richtig witzig. Ich glaube, dass ich es nicht zu lang nacheinander spielen kann. Also das reicht mir jetzt auch wieder, jetzt wo wir Zone 1 erledigt haben. Aber ansonsten finde ich es richtig witzig. Man baut halt auch immer wieder auf. Also es ist jetzt nicht so, als muss man Zone 1 so lange tot spielen, bis man Glück hat. Sondern man bekommt immer wieder auch neue Sachen dazu, die man ja kaufen kann nach jeder Runde, die man halt gespielt hat. Das heißt, es baut aufeinander auf. Das finde ich halt gut. Dass man halt neue Waffen dazu bekommt und man hat dann halt mal Glück und kriegt eine gute Waffe. Oder man hat mal Pech, kriegt eine schlechtere Waffe. Aber das ist ja nicht schlimm, man kann einen ja nochmal versuchen, einfach mit einer guten Waffe zu, oder eine gute Waffe zu bekommen. Und ich finde das eigentlich echt cool, wie sie das gemacht haben. Ganz gut hätte ich gefunden, wenn sie einem erklärt hätten von Anfang an, dass man die Schaufel da so nutzen kann und dann auch Truhen zwischendrin findet. Ich kannte das jetzt noch nicht. Also ich dachte halt irgendwie, es ist so ein... sind vorgegebene Räume und dann kann man halt durchlaufen. Aber haben sie herausgefunden. Ich finde es auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Ich würde es empfehlen. Ich kann mal gerade gucken. Wie viel kostest du denn, Schätzelein? 15 Euro. Finde ich völlig in Ordnung dafür. Wer Interesse an dem Spiel hat, ihr findet hier den Affiliate-Link zu Humble Bundle. Da findet ihr das Spiel, auf jeden Fall. Wer also Bock darauf hat, kann ich nur empfehlen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass das so ein Zwischendurchspiel werden könnte. Vielleicht ersetzt es irgendwann Super Meat Boy bei mir im Stream. Mal gucken. So, gut. Dann, ja, also... Gutes Spiel, finde ich richtig gut, witzig. Ich mag die Pixel-Style, mag ich sowieso. Und die Mechanik dahinter finde ich auch richtig gut. Also, dass es halt taktbasiert ist und dass man darauf achten muss und dementsprechend auch seine eigene Strategie halt anpassen muss, finde ich richtig gut. Mag ich. Und die Musik. Okay, Entschuldigung. So,